Na, Scott Bone gegen Ultra. Oh Mann, Mann, Mann. Wie viele Matches habe ich denn noch? Eins, zwei, drei, vier. Vier Matches, naja, fünf. Insgesamt. Und danach kommt noch eine Smackdown-Ausgabe. Ich schätze mal, wie ein Rivalitätsmatch zwischen El Scorpio und Randy Savage wird auf jeden Fall wieder auf dem Plan stehen bei Smackes. Also Smackdown, das nenne ich ganz gerne mal Smackes. Wie die Kellogg Smacks. Also ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich es vergessen. Gibt's doch nicht. Ah ja, und danach kommt natürlich Over the Limit. Die nächste Großveranstaltung auf dem Plan. Und dann haben wir schon 2 von 12 durch. So, Ultra wird jetzt erstmal mit Scott mal wieder kurzen Prozess machen. Hier direkt das Cover. Das letzte Match ging ja auch Vorteil für Ultra aus. Gut, ich glaube, Ultra hat auch bisher noch nicht so wirklich verloren. Na egal, sei es drum. Backdrop. Na, ich glaube, Scott wird in diesem Match hier kein Land sehen. Gewichtstechnisch weit unterlegen. Ich glaube, der wiegt so viel wie Ultras Stiefel. Mehr aber auch nicht. Oh, Konter. Ah, kann noch ein bisschen zutreten. Okay, was sollte das jetzt werden? Ich habe keinen Plan. Also, wie immer. Ah, Konter von Ultra und Scott liegt mal wieder auf der Nase. Die nicht vorhandene. Ja, Backbreaker, aber richtig krachend. Das sah ja gerade aus, als ob Scott wirklich in der Mitte durchbricht. Ja, und da nimmt er sich das Bein. Da, wir wissen, was das heißt. Ja, das wird aber nicht lange vorhalten. Egal, er konnte ihm aber ein bisschen schädigen. Auch wenn Scott ihm gerade dafür die Beine wegzieht. Ja, genauso wie jetzt. Ja, aber da kann er ihn in die nicht vorhandenen Augen pieksen. Ja, und dann nimmt er ihn. Gewaltiger. Backdrop. Der Spin-Kick, naja, Spin-Kick, der Kick auf jeden Fall. Hat gesessen. Oh, Aufgabegriff. Der nächste Aufgabegriff. Aber mal gucken, vielleicht macht Ultra jetzt ja so einen auf Submission Machine. So, dass er jetzt mehr mit Aufgabegriffen um die Ecke kommt. Oh, da rennt er genau rein. Bon Dieu, sagte der Franzose. Ja, in der Ecke ist auf jeden Fall Scott besser im Vorteil. Also da kann er mehr zeigen. Wahrscheinlich hält er Ultra deswegen da in der Ecke fest. Aber Ultra, der denkt sich einfach, gehe ich halt nach draußen. Auf den harten Hallenboden. Gut, dass man bei Scott sieht, wenn er sich einen Knochen bricht. So, jetzt hat Ultra keine Lust mehr. Er geht wieder in den Ring. Und hilft sogar Scott dabei, in den Ring zu kommen. Und zeigt nochmal einen Aufgabegriff. Er will ihn wahrscheinlich richtig schön verbiegen. Oder will er ihn vielleicht zu Submission zwingen? Man weiß es ja eben nicht. Aber Hauptsache, er kann sich ausruhen. Der Gegner nicht. Der muss alle Kraft aufwenden, um da rauszukommen. Ja, und da kommt der Signature Move. Ah, da hat Scott ihn so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Ja, und da hebt Ultra ihn einfach mal hoch. Dieser gewaltige Power Slam. Mit Cover.
Ja, das war aber zu erwarten, dass Gott gegen Ultra den Kürzeren zieht. Weil Ultra ist einfach nur eine Gewalt. Eine Naturgewalt. Ja, gucken, ob er bei der nächsten Großveranstaltung auch wieder mit dabei ist. Weil letztens durfte er ja gegen Matt Hardy antreten. Ja, Ultra setzt seinen Pfad der Zerstörung Richtung irgendeines Champion-Titels weiter fort. Keine Zeit verschwenden. Matt Hardy gegen den Dragon Warrior. Direkt Lein ins Geschehen. Ja, der Dragon war schon lange ohne Match gewesen. Jetzt mal wieder. Und es mischen sich irgendwie nie Leute ein. Mal gucken, vielleicht dieses Mal. Was haben sie bei WWE 12 und 13 besser gemacht, dass also dieses Rivalitätsmenü, da gab es das einfach nicht. Weil Rivalitäten schön und gut, aber muss ja nicht sein. Ultra gegen den Dragon Warrior, ich glaube, das wäre auch mal ein schönes Match. Ultra gegen Youngblood, der immer noch kein Match hatte im Übrigen. Ah, der Big Boot wird gekontert. Ja, den kennt jeder von ihm. Und jeder weiß auch, dass er den ganz gerne am Anfang des Matches bringt. Ah, Konter von Matt. Und der Dragon Warrior auf der Nase. Ach Mensch, ich drücke immer zu früh. Oh, dieses WWE von WWE 12. Ich spiele gerade WWE 12 mehr. Ich sollte es aufhören. Weil da muss man ja irgendwie davor drücken und wenn man das dann drinne hat, dann ist es drinne. Muss man sich hier wieder umgewöhnen, weil das hier wieder als anders getimed ist und. Atomic Drop! Ja, die kennt Ultra auch ganz gut, diese Atomic Drops. Whip in und Big Boot und diesmal hat er gesessen. Ah, Atomic Drop. Ah, Dragon Warrior heute sehr viel am Laufen. Freiwillig oder unfreiwillig, das spielt hierbei jetzt keine Rolle. Ah, die Schläge kennen wir, die macht so wie jeder. Ah, Matt wird da einfach mal weggeschleudert. Oh, und das Knie an die Schläfe. Rübe, Nase, an die Lippe, ans linke Ohrläppchen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, und die Schläge und die Klosser zum Schluss, die Matt Hardy zum Boden bringen. Ja, Reversal. Ja, Matt hat keine Lust mehr im Tabellenkeller rumzugammeln. Ja, und da kommt erstmal dieser Matt Hardy Leg Drop. Weil Matt Hardy zeigt schöne Matches, aber die Erfolge bleiben halt aus. Backdrop nach draußen. Na los, Matt, komm rein. So, erstmal die Arme in die Luft reißen. Und hier von wegen, ha, der hat Angst vor mir. Vorm multiplen US-Champion. Er will den Titel ja auch wieder haben, aber das geht schlicht, wenn das Spiel die Leute nicht nach oben in der Tabelle setzt. Na, da hebt er ihn hoch, da soll der F5 kommen. Und er kommt noch. Und wie sieht er denn vom Körper aus? Naja. Das lohnt noch nicht, da irgendwie Finisher anzubringen. Da bleibt sowieso nicht liegen. Lassen wir ihn halt einfach mal ein bisschen fliegen. Werde ich einen Ring. Leg Drop. Hat sich wahrscheinlich von Youngblood abgeguckt. Und Backdrop. Erneut. Mit Ellbogen geht's auch noch voran Richtung Rücken. Da kam wieder das Knie.
Und nochmal ein Leg Drop. Okay, Konter von Matt Hardy. Und was kommt jetzt? Jetzt nimmt er ihn nach oben. Ah, Samoan Drop. Ah, Dragon Ball erstmal wieder draußen. Oh, das gibt... Ah, Gott sei Dank nicht durch den Ansagertisch. Das ging aber durch den Ansagertisch. Ja, er jubelt. Ich habe ihn durch den Ansagertisch gewämst. Oh, er sollte sich umdrehen. Und der Signature ist wieder voll. Dann zeigen wir nochmal Stunner. Also da steh auf, ich will's zu Ende bringen. Ja, das war ein AKO. Oh Mann, Matt, der saftet aber echt. Und der Dragon Warrior triumphiert. Aber wieder der Dragon Warrior immer so die Matches so eine Woche vor der Großveranstaltung. Auch irgendwie lustig. Auch er ist siegreich bei Main Event. Dann können wir jetzt zum nächsten Match direkt durchstarten.